Und willkommen in Salzburg hat es vergangene Woche für die Regierungschefs beim EU-Gipfel geheißen. Ab morgen tagt jetzt der Europäische Ratgipfel in Salzburg. Nationale und internationale Experten für sanfte Mobilität, von Stadtplanern bis hin zu Umweltaktivisten, tauschen sich 3 Tage lang im Kongresshaus aus über die Zukunft des Radverkehrs und über den Imagewandel des Fahrrads. Fahrradfahren ist mittlerweile mehr als nur eine Art der Fortbewegung. Radfahren ist ein Lifestyle geworden, weltweit. Ob Fahrradkinos in Brasilien oder sogenannte Tweetruns, also gemeinsames Radeln im Stil der 20er. Das Fahrrad wird zunehmend zum Statussymbol für junge urbane Mobilität. Und diesem Thema widmet sich der 11. österreichische Radgipfel, der ab Montag in Salzburg stattfinden wird. Es haben sich für den Radgipfel in Salzburg 400 Teilnehmer aus 22 Nationen angesagt. Wobei es uns natürlich besonders wichtig ist, dass auch Salzburger teilnehmen, und zwar Vertreter von Gemeinden und Institutionen und aus ganz Österreich. Also in Salzburg haben wir einiges zum Herzeigen. Also Beispiele sind gute überdachte Radständer, dann die Backend-Ride-Anlage in Schalmoos ist ein Vorzeigeprojekt, finde ich. Also architektonisch hochwertig und auch von der Qualität der Radständer. Also es gibt einiges zu sehen in Salzburg. CO2 einsparen, die Gesundheit fördern und Verkehrschaos eindämmen. Offensichtliche Vorteile von Radverkehr, die aber exakter Planung und dementsprechendem Budget bedürfen. Angefangen beim Ausbau des Radwegenetzes, vor allem ins Umland, bis hin zu genügend sicheren Parkanlagen für Fahrräder. Fahrradkultur zwischen Politik, Planung und Gesellschaft ist eines der zentralen Tagungsthemen beim Radgipfel. Alle müssen zusammenarbeiten. Die Regeln kommen von ganz oben. Das heißt, die gesetzlichen Regelungen macht der Bund. Manche Vorgaben gibt es eben auch von der EU, sprich gemeinsame Ziele, die man sich gesetzt hat, was jetzt eben das Thema Verkehr betrifft. Der Bund hat ja heuer auch eine neue Strategie entwickelt, wo man eben bis 2025 13% Radanteil machen will. Das Land hat sich Ziele gesetzt, auch die Stadt hat sich Ziele gesetzt. Aber zum Arbeiten sozusagen vor Ort ist natürlich die Gemeinde die Keimzelle. Ja, die Verknüpfung der Verkehrsorten ist ganz wichtig. Ich glaube, dass da in Salzburg ein wichtiger Schritt notwendig ist, zum Carsharing, Bikesharing und öffentlichen Verkehr zu vernetzen. Und da sehe ich eine große Chance für eine weitere Steigerung des Radverkehrs. Der 11. Radverkehrsgipfel Österreichs, der 1. europäische Radverkehrsgipfel in Salzburg. Von Montag bis Freitag geht es vor allem um den Austausch von Erfahrungswerten anderer Regionen Europas.